What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. Was zuletzt geschah? Jetzt stehe ich hier, supi. Muss gucken, dass ich hier irgendwie... Muss ich den halt wegrammen, das geht ja nicht anders. Ach, eure Mütter fahren scheiße. Guckt euch doch mal an. Ja! Was machst du denn? Bist du denn bescheuert? Willkommen zurück zu OMSI 2, den Omnibus-Stimulator, Simulator. Wir fahren hier fort mit der Linie 27 zum Fachmannplatz. Viel Spaß. So, hereinspaziert, herausspaziert. Hallo. Keiner mehr stehen. Hallo. Okay. Hallo. Also wir hören aus dem Fahrzeug raus. Das hat auf jeden Fall, wie sagt man? Ja, grüne Ampel. Hat auf jeden Fall hier so eine Doppeldruckluftantrieb. Ich möchte jetzt irgendwann mal ein bisschen mit technischem Wissen angeben. Ackermannstraße, Parkplatz West. Mehr weiß ich aber auch nicht. Das wollte ich mal gesagt haben. Bei Nebel kann man auch nicht so zügig fahren. Was sagt denn eigentlich die Uhr in dem Spiel? Halb eins, ja. Um halb eins ist normalerweise der Nebel doch wieder weg. Der ist doch eigentlich immer nur so morgens da. Machen wir jetzt gleich mal wieder weg. Machen wir mal Originalwetter Leger wieder. So. Hallo. Guten Tag. Verschwindibus. Ah, oh, wenigstens sieht man wieder was. Schön. Mein Kollege. Hab ich gesehen, du bist mein Linienkollege gewesen. Ja, auch schön gemacht, hier so eine Sicht nach hinten, um so einen Schulterblick zu machen. Salzmannstraße. Zugang zum Naturkundemuseum. Weißt du, wieder direkt um die Ecke, nichts Haltestelle gefunden. Ne? Aber das ist geil gemacht, so mit dieser Unebenheit hier. Finde ich richtig geil. Hallo. 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 Ziemlich nice. Ein Nebelscheinwerfer habe ich an. Ja. Entschuldigen Sie? Ist dich, gehören. Auf jeden Fall sehr nice, sehr, sehr, sehr nice. Grün, heißt grün für mich jetzt auch fahren? Ich muss nämlich eigentlich hier rechts abbiegen, links abbiegen. Wir warten mal noch. Wir warten mal noch, bis hier irgendein Zeichen auftaucht, dass ich fahren darf. Darf ich jetzt auch mal fahren? Bitte, bitte, bitte. Danke. Hey, lol. Fuck. My life. Leck mir die Rosette. Was waren das? Ich meine, ich glaube, zu wissen. Ich glaube zu wissen. Dass ich gar nicht vorfahren durfte. Das Dreieck heißt bestimmt einfach nur geradeaus fahren oder so. Keine Ahnung. Scheiße. Das ist jetzt doof. Jetzt steigen sie alle aus. Alle?
Ne, die eine Frau da hinten ist noch mutig. Hier sitzen auch noch ein paar. Ja, trotzdem doof. Scheiße, hätte ich auch besser hinkriegen können, ey. War trotzdem der KI-Fehler. Er hat doch gesehen, dass ich links abgebogen bin. Hätte doch bremsen können. Nein, er fährt mir volle Kanne rein. Irgendwann habe ich auch seine Spur, seine Spline habe ich ja irgendwann gestriffen. Müsste da eigentlich auch abbremsen. Ich bin trotzdem reingefahren. Also war er als Mitschuld. So. Er hätte Schlimmeres verhindern können. Mit Fehler der anderen muss man rechnen. Wobei die Fehler der KI unberechenbar sind. Mann, hier, hallo. Darf ich auch mal erfahren? Maximal 120 Minuten. Ja, toll. Noch 2 Minuten drauf, oder was? Ja, wir kommen immer zu spät. Immer später an. Immer später. Was hat denn der für ein Gesicht? Alter! Lol. Sieht ja ganz normal aus, auf einmal. Das sah aber gerade richtig verschmolzen aus. Ich werde gleich mal. Ich guck mal, dass ich das mal einblende mit Zoom-Funktion. So. So, verschwindet alle. Hallo. Einen normalen Fahrschein. Ja, hast du deinen normalen Fahrschein. Danke. Aber hier sind sie schon mal ausgestiegen, weil... Ach, egal. Wissen wir gar nicht, dass sie schon mal ausgestiegen sind, weil ihr es nicht gesehen habt. Kastanienwald. Vorfahrt? Achso, ein abblickende Vorfahrtstraße. Heißt trotzdem blinken, meine Freunde, ja? Im Gegensatz zu den ganzen anderen Spasten, die da nicht blinken. Ich könnte gerade fahren. Ich komme auch immer hier an, wenn die Ampeln grün sind. Das kann doch nicht sein. Seien Sie doch mal... Hallo. Halt doch die Schnauze. Sie sich eigentlich auch noch deine Mutter! Am Plan stehen oder nicht mehr? Ich hab keine Ahnung, ey. Nur Vita-Cola kann mich beruhigen. Au, 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 au. Okay. Ich habe wieder zu viel SpongeBob in der Birne. Ja, Kinders, worüber kann man noch reden mit euch? Städtedreieck ist eigentlich an sich eine super Karte. Wie gesagt, es ist halt ab und zu mal ein bisschen anstrengend, so zu fahren und so, aber das ist halt immer anstrengend mit dem KI. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich es geschafft, die KI-Fahrzeuge zu verändern. Kreuzung Sprackel. Also die AI-List. Weil vorher fuhren ja nur NGs. Ja! So, vorher fuhren ja nur NGs. Eben haben wir schon ein paar Zitaros gesehen, ne? Habe ich geschafft. Ich habe einfach die AI-Liste von der alten Städteregion, sage ich schon. Städte-Dreieck-Version. In die neue umgewandelt. Also ich habe halt die ganzen Einträge da raus kopiert und in die neue eingefügt. In die alte, ja, in die neue, so. War wahrscheinlich gar nicht nötig. Ich wette, in dem Pack war bestimmt auch eine neue AI, die ist für die Zitaros, aber ey, egal. Ja. Halala. Darf ich jetzt hier auch mal wieder fahren? Oh, Kitty, ist jetzt mal ein bisschen leiser da draußen. Ich sagte leiser. Weiß nicht, ob ihr das auch hört. Wollen wir mal ganz kurz nach den gucken gehen. Moment. Ist ja noch rot. Ey.
okay, gut. Ja. Ja, wir haben seit kurzem, sage ich schon, seit 10 Wochen sind die jetzt, glaube ich, alt, Katzenbabys, also Kitties. Und, ja. Die sind halt jetzt so in dem Alter, wo sie halt sich die gegenseitig raufen und in den Nacken beißen. Und schon mal trainieren für die Zeit in der Wildnis. Ja. Yeah. Die Löwen halt. Ich wäre auch trotzdem gefahren. Ja. Und sie sind halt ziemlich laut. Oh, die schmeißen sich mal gegen meine Tür gegenseitig und. Ja. Deswegen wollte ich nochmal so gucken, dass sie mal ein bisschen leiser sind hier. Ab hier treffen auf die Linie 25. Sehr schön. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Eine Tageskarte, bitte. Achso, hat das Geld so pünktlich ausgegeben. Okay. Das war so klar, oder? Ich mach die Türen zu und dann ist wieder raus. Ja. Also bei dem K, ich glaube, das K, also T ist auf jeden Fall, dass ich jetzt die Türen schließen soll, weil die Ampel dann grün wird. So, das K, gehe ich jetzt einfach mal von aus, ist, wenn man, dass dann die Ampel erkennt, dass hier jemand steht. Quasi wie das A für Anforderung, nur halt für K, für keine Ahnung, Kreuzungserkennung oder so. Dass ich jetzt halt mit in dieser Ampelschaltung mit drin bin. Gehe ich jetzt so mal von aus. Wenn das falsch ist, schreibt es in die Kommentare. Oder warte, nein, ich kann doch hier so eine Infokarte einblenden. Machen wir das so. Liege ich falsch mit der Annahme, dass K für Kreuzungseinzug oder wie auch immer wir das jetzt nennen können, dass ich halt von der Kreuzung erkannt werde, dass die Ampelschaltung für den Bus mit eingebaut wird in dieser Phase. Das bedeutet das K. Richtig? Ja? Falsch? Nein. Und wer es noch begründen will, der ja, dann muss es halt unten in die Kommentare drunter schreiben. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Eine Fahrkarte, die den ganzen... Sag doch einfach eine Tageskarte, Mann. So. Abfahrt. Ah. Handelslehranstalt. Ja, in den letzten Tagen sind auch wieder ein paar neue Karten rausgekommen. Die werde ich tatsächlich auch durchnehmen. Ja. Aber erst, ja, nach dem Städtedreieck. Hallo. Guten Tag. Wieso müsst ihr denn immer gerne eine normale Fahrkarte. Immer eine Fahrkarte kaufen kommen. Bitte. Nein, ich muss eh hier rechts, oder? Nee, hä? Ich muss hier links. Fahr schon links. Also so weit bin ich bis jetzt noch nicht gekommen, ne? Von der Linie her. Hereinspaziert. Hallo. Hallo. Und haltet die Gappe. Hülshoffstraße sind wir jetzt vorbei. Wie sieht's denn eigentlich aus so? Zentralpark. Ach, jetzt sind wir genau auf der rechten Seite angekommen des Fahrplans. Die Ecke hier sagt mir sogar was von der Linie 25. So, jetzt haben wir wieder unser K.
Darf ich jetzt fahren als nächstes oder muss ich jetzt noch 5 Fersen warten, bis die da grün hatten und... Okay, ich darf fahren. Ja, der Bus doch auch ein bisschen zur Beschleunigung. Das müssen wir alle mal ein bisschen berechnen hier, ja? Bis ich hier mal rumkomme, ist ja auch wieder ein halbes Jahrhundert vorbei. Alles gut, der Bus schafft das. So, hier ist halten. Weil denn die Ampel grün Hallo. Wird. Wir sind schon wieder zu Hallo. Spät gekommen. Was heißt denn schon wieder? Ich bin noch nie auf der 27 gefahren. Göre. Also, weil die Ampel grün wird, können wir nämlich durchfahren. Weil da vorne ist nämlich noch eine Busampel. Und ja, die wird dann im Folge grün, sobald die hier grün geworden ist. Sehen wir dann. Mach hin, wir haben nicht so viel. Alter. 6 Minuten zu spät. Habe ich das schon jemals geschafft auf einer Fahrt, wo ich wirklich gefahren bin, ja? Teilweise auch wie eine besenkte Sau. Dass ich da zu spät zurückkomme. Ja, der Entwerter ist schon wieder defekt. Das kann doch nicht sein hier. Darf ich jetzt hier auch mal fahren? Hallo? Also ein T-Shirt einfach durch. Ist mir jetzt auch egal. Guck dir an. Jetzt hat er mich erst erkannt, oder was? Ja, komm. Keine Zeit dafür. Weit grün. Würdest du nicht, egal. Eisenbahnstraße. Ja, Eisenbahn. Ach cool, wir dürfen direkt... Halt die Schnauze! Wir haben direkt grün bekommen. Ching, ching, ching. Hallo. Haben Sie mal auf die Uhr geschaut? Nein, ich habe keine Uhr. Bitte. Kein Busfahrer hat jemals eine Uhr. Entschuldigung, Sie haben mir zu viel Rückgeld gegeben. Julia, nehmen Sie doch einfach... Eine Fahrkarte, bitte. Mann. 5, 6, 7, 8. Entschuldigen Sie, ich wollte gerne eine Fahrkarte haben. Achso, ich muss dir erst eine Fahrkarte geben. Jetzt habe ich fast schon wieder vergessen. 9 Euro. Danke. Okay. Ach nein, geh wieder zu. Wenn die Tür einmal aufgeht, kannst du sie nicht mehr zudrücken. Mit grün, da hinten. Adalbertstifter Weg. Zugang zum Mineralienmuseum. Hier stand auch irgendwo mal ein Schild, wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit hier einhält, dass die Ampel dann automatisch mal grün werden, also so ein wellenartig. Komm, hier ist 60, jetzt fahre ich hier auf 60. Wir haben es halt eilig. Da tatsächlich ein Kollege zurück. Hallo. Hier, 30 bis 35 km/h ausgelegt. Okay, dann wollen wir uns mal anhalten. Machen wir mal 30. Wenn wir dafür keine Zeit haben, aber wenn ich dann halt hinten stehen bleiben muss, ist ja auch doof dann. Laupendal Hauptbahnhof, Main Station. Dich verarschen? Die ist gerade rot geworden. Ja, super 30 km/h. Nächstes Mal fahre ich 100.
Wir haben es aber jetzt bald geschafft, so viel ich weiß. Warum gucken wir nicht auf den Fahrplan? Ich bin ja auch doof, ey. Laupendal Hauptbahnhof. Ach, das ist ja noch ein Stückchen. Okay. Guck, da kommt wieder ein Citaro-Kollege, ja? Citaro. Der Hacker biegt da einfach ein. Hereinspaziert, herausspaziert, zicki zacki, hallo. Zocki zocker, schneller. Ja, spät, halt doch deine Schnauze, bitch. Ich will eine Kurzstrecke haben. Ich warte noch auf den Fahrschein. Geil, es ist irgendwie Spiegelverkehrssteuerung und so. Danke. Nice, danke. Am Hang. Zugang zum Betriebshof Stadtmitte. Ich habe Grünpfeife, daher darf ich immer fahren. Wobei, Leute, ihr müsstet bitte, ja, beachten. Grüner Pfeil als Schild bedeutet an der Kreuzung stehen bleiben. Und dann weiterfahren, ja, wenn die Bahn frei ist. Was habe ich denn jetzt? Ibis gestört? Du bist gestört. Ich guck mal, kann ich das reparieren? Natürlich kann ich es nicht reparieren. Ja, toll, jetzt ist mein Ibis kaputt, oder was? Ah, diese alten Fahrzeuge, die fallen einfach so auseinander. Also, technikmäßig. So, und bei einem grünen Pfeil, der leuchtet, der aufleuchtet dann, ampelmäßig, heißt es durchfahren, wenn ihr da stehen bleibt. Ich schlag euch, wenn ich euch treffe. Das dürft ihr nicht. Ihr dürft nicht stehen bleiben, wenn ihr einen grünen Pfeil habt. Also einen grünen leuchtenden Pfeil. So wie die Ampel hier, die jetzt grün leuchtet. Nur als Pfeil. Wenn ihr da steht, ich schlage euch. Jeder schlägt euch. Da muss man fahren. Und bei einem grünen Schild muss man anhalten. Und darf erst fahren, wenn die Fahrbahn frei ist. Und auch kein Fußgänger über die Straße kommt, jemand überfährt oder so. Keine Ahnung. Aber dann muss erst an der Ampel stehen geblieben werden. Offiziell. Ja. Boah, ja, dann fahr doch mit dem Auto, alle Zipper. Mein Kollege. Ich komme hier nicht rum, ich riech das schon. Warum ist denn der so eng, der scheiß Kreisverkehr, wenn die anderen 27er auch mit dem Gelenkbus fahren? Hallo. Guten Tag. Guten Tag. So, jetzt kommt der Betriebshof auf der rechten Seite. Den haben wir auf der Linie 25 schon gesehen. Wir fahren jetzt hier nicht links, wir fahren jetzt hier geradeaus. Da
Aber seht ihr, soweit, seitdem das Ibis gestört ist, gibt's auch keine Ansagen mehr. Eine Scheiße, ey. Hallo. Jetzt Technik. Hier hingekackt, ey. Sieht ja grauenvoll aus. Huch, ich wollte nicht auf Pause drücken, ich wollte eigentlich auf O drücken, damit ich mit meiner Maus weiterfahren kann. Fahr. Eure Mütter! Keine Zeit für sowas hier. Mecklenbeck sind wir jetzt, guck mal. Können wir die Fotosticker fahren? Ist ja nichts da. Ich hab gesagt, eure Mütter. Mecklenbeck, Mecklenbeck, hier sind wir, Mecklenbeck. Wendeplatz sind wir dann. Ah, okay, okay. Dauert hier wieder noch ein bisschen hier. Wir müssen uns ja echt mal beeilen. Wir sind viel zu spät. Kinderwagen aussteigen. Aha. Muss ich jetzt erst nach da fahren? Oh, das ist... Warte, stopp. Jetzt bin ich gerade ein wenig überfordert, wenn ich ehrlich bin. Muss ich jetzt hier rechts abbiegen? Oder muss ich jetzt erst hier anhalten? Aber das ist der Wendeplatz. Ne, ich biege jetzt hier rechts ab. Ist mir jetzt egal. Hallo? Stopp! Alter! Die haben aber auch gar keinen Respekt, die halten einfach drauf, ne? Jetzt sehe ich im Übrigen, wie spät ich bin. Dann muss ich halt die Zeile anmachen. 4,5 Minuten. An dem grünen Häuschen. Kann man einstecken oder ausstecken möchte, dann fahr ich halt weiter. Halt die Schnauze. Wenn die Leute, ja, wenn ich halt schnell bin, muss ich halt auch bremsen. Ist halt so. Kommt damit klar. So, Fachmannplatz, da sind wir ja gleich. Versorgungsamt. Lol. Ich bin gestört, ey. Ich werd gleich wahnsinnig, ey. Ich dachte gerade, ich muss jetzt hier reinfahren, aber vielleicht einfach erst an der nächsten Ampel. Jetzt darf ich direkt weiterfahren. Warum brauchst du nur so lange zum Abbiegen? Guck mal, es geht ganz einfach. Hallo? Hallo? Spastischer Golf.
Das klang gerade richtig geil. Ah, ist die Tür wieder aufgegangen hinten. Das ist auch geil. Eigentlich liebe ich das Fahrzeug an sich ja, ne? Es ist halt nur diese Beschleunigung, diese langsam. Und das ist halt auch so dieses, ja, Flair. Aber dieses Fahrzeug an sich ist so awesome, eigentlich, ja. Also, wie gesagt, bis auf dieses, zum Beispiel dieses langsame Anfahren. Fahr! Wenn du mich ausbremst, ja, dann fahr, aber guck, dass du dann... Upsili. So, wir werden es jetzt auch einmal versuchen, so zu fahren, ja? Einmal. Komm, das werden wir wohl einmal schaffen. Was ist jetzt hier der Fachmannplatz? Oh, Scheibenkleister, ich stehe an der falschen Haltestelle. Ja, passiert. Aussteigen bitte. Ja, ich hätte nämlich hier auf die Spur gemusst. Aber Leute, ey, wir haben es endlich. Die Tür sind mir aufgegangen. Wir haben es endlich geschafft. Ja, wir haben die Linie 27 nach 4 Millionen verkackt. Störungen, Verkehrsbehinderungen und suboptimalisierten Ionenkanonen haben wir es endlich geschafft, diese Fahrt zu beenden. Nice, nice, nice. Suppiduppi! Das war die Linie 27. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Linie, dessen Zahl mir jetzt gerade nicht einfällt, was auch immer die nächste chronologische Linie ist. Seid ihr wieder mit dabei? Und ja, bis dahin würde ich sagen, haut rein, Leute. Bis dahin, tschüssel.